Die Polizei ist da gewesen. Ich habe kurz mit ihnen vor der Tür geredet. Der Einsatzleiter hat gesagt, es schaut folgendermaßen aus. Wir gehen da jetzt rein. Wir schauen uns das an. Und wenn alles passt, fahren wir wieder. Und ich Trottel habe ja gesagt. Da habe ich mich damals schon gefragt, wie es. Das Geheimnis der unbeglichenen Strafverfügung. Also mein Name ist Marco Balic und ich bin der ehemalige Obmann, mittlerweile Obmann, Stellvertreter vom Verein Riot. Mein Name ist Philipp Tandler und ich bin der derzeitige Obmann. Deshalb ist es nicht nur lang, als ich ihn da geschaut habe. Also einmal alles von Anfang. Riot ist ein gemeinnütziger Kulturverein mit Vereinssitz in Wien. Er wurde 2015 gegründet und fasst heute mehr als 60 Mitglieder. Nachdem die Mitglieder anfänglich nur kleine Open-Air-Rave-Veranstaltungen umsetzten, wurde es 2 Jahre lang still um den Verein. Die Vereinsmitglieder waren damals allesamt noch Schüler und hatten weder Budget noch die Erfahrung, um größere Veranstaltungen hochzuziehen. Erst mit neuem Zuwachs wurde dem Kulturverein wieder Leben eingehaucht. Im Jahre 2017 übernahm Riot die Austrian Beatbox Championship und führte den Wettbewerb seither mit dem Verein Mundakrobaten durch. Make the beat go. So weit, so gut. Und was habt ihr sonst noch so gemacht? Wir hatten vom Oktober 2018 bis März 2019 die Bojatti-Villa im 14. Bezirk angemietet als Prekariat. Das ist eine leerstehende, verlassene, fast schon baufällige Villa gewesen, die mal einem Textilindustriellen aus Penzing gehört hat. Wir hatten in dieser Villa in der Zeit mehrere Fotoshootings. Unter anderem die Miss Austria vom Jahr 2016, glaube ich. 16, glaube ich auch. Ja, war auch da. Ja. Mehrere Albumcovers für irgendwelche Bands haben wir dort gemacht. Also es gab viele Anfragen in dieser Hinsicht extrem, eigentlich, ja. Weil die Villa eigentlich ein sehr cooles altes Haus war an sich und hat auch sehr viele Möglichkeiten gegeben, sage ich mal, von Shootings, also von dem ganzen Drumherum bis hin zu, sage ich mal, Filmmaterial konnte man dort eigentlich alles filmen, drehen, machen und tun. Ja, das ist aber einfach extrem gute Atmosphäre in der Villa. Und wir haben auf jeden Fall eine ziemlich legendäre Halloween-Party. Und wann hattet ihr die Idee mit der Halloween-Party? 10 Tage davor. Ja. Und wir hatten dann 10 Tage Zeit, eine Party aus dem Boden zu stampfen. In einem Haus, wo es eigentlich nicht mal Strom gibt. Nein, es gab oder, Strom, aber es... Aber nicht in jedem Raum auf jeden Fall. Und der Stromkasten kam ja aus 1800. Irgendwas, ja. Irgendwas. Der Hauptstromkasten, der war noch mit so alten Lederbandsicherungen. Ja. 10 Tage lang Zeit. Kein Licht in den Räumen. Keine funktionierenden Toiletten. Eine Toilette. Eine Toilette hatten wir. Eine funktionierende Toilette. Also das Gebäude war schon so alt, dass wir nicht einmal mehr eine Wasserleitung hatten, eine funktionierende, sondern vom Hauptwasserhahn unten im Keller, der... Gott sei Dank als einzige Wasserleitung im Winter nicht zugefroren ist, ging ein Gartenschlauch rauf in den Spülkasten vom ersten Klo, also vom einzigen Klo. Und von dort haben wir dann in den, das war so ein kleiner Vorraum, haben wir dann eine Abzweigung eingebaut, also wasserleitungstechnisch, und haben 2 Blechwaschbecken an die Wand geschraubt in etwas niedrigeren, also in niedrigerer Höhe. Und die als Pissoirs verwendet. Ja, das waren eigentlich die Zeiten, wo wir Tag und Nacht dann in der Villa verbracht haben und geschaut haben, dass, sag ich mal, die Infrastruktur, die Klos, das Licht, die ganzen Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden. Prinzipiell standen die Vereinsmitglieder vor vielen Herausforderungen. Dinge wie Putzen, sanitäre Einrichtungen aufbauen, Schalldämmung, Stromleitungen legen, Gebäude absichern, Eventtechnik besorgen, eine Bar bauen, Verpflegung besorgen, Deko anbringen und Werbung machen waren die Baustellen, die aufgrund von nicht vorhandenem Budget auf kreative Art und Weise gelöst werden mussten. Wir haben ein Promo-Video gedreht, also einen
einen Teaser mehr oder weniger. Ja, wir hatten natürlich einen professionellen Schauspieler, den Theo Zögel. Wir hatten einen guten Kameramann. Und da habt ihr 3 Stunden Zeit, macht's was. Und die haben das gerockt. Also wirklich, die haben das wirklich cool gemacht. Ja. Das Zentrum des Balztanzes geladener Körper, die sich aneinander reiben. Ich persönlich finde das widerwärtig. Warum? Bleiben Sie doch! Sie haben noch gar nicht den Rest des Hauses gesehen. Es gibt einen zweiten Stock, es gibt einen ersten Stock, es gibt einen Dachboden, es gibt einen Balkon. Was ist denn los mit Ihnen? Bleiben Sie hier! Bleiben Sie hier! Sie haben noch gar nicht den Rest des Hauses gesehen. Kommen Sie. Das haben wir auf die Facebook-Veranstaltung hochgeladen, die privat war. Aber mit der Funktion, dass Freunde einladen können. Und innerhalb von kürzester Zeit hatten wir 400 Zusagen. Man darf auch nicht vergessen, dass wir auch 10 Tage davor nur Zeit hatten, das ganze Projekt umzusetzen und zu planen. Und dann halt auch noch das Marketing dazu. Also, dass sich das Ganze so enorm entwickelt hat. Ich glaube, damit hätte fast eigentlich keiner gerechnet. Ja. Also während der Party, also wir haben um 8 aufgemacht und wir waren um 9:30 oder 10 haben wir Einlassstopp gemacht, weil es zu viele waren. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see this our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead. Vor der Tür sind 100 Leute gestanden ungefähr, die gewartet haben, dass sie reinkommen können. Und dann war die Polizei da, mit 3 Autos. Ja, voll. Und wollten rein. Dann haben sie gemeint, ja, sie rufen jetzt das Magistrat an. Dann ist der Magistratsbeamte gekommen. Dann hat das Magistrat halt die Party beendet. Und dann haben wir eine Strafe bekommen. Ja, ich habe eine Strafe bekommen. Also genau 1000 Euro mehr eingenommen, als wir ausgegeben haben für die Party. Und das war genau der Strafentausender. Aber aus Situationen und aus Fehlern lernen wir. Und das nehmen wir für die nächste Party mit einfach. Ja. Wir sind Riot. Und wir sehen uns auf der nächsten Party. #Riot.